Hallo und herzlich willkommen zur Screentime Kinovorschau. Dieses Mal für die Filme, die ab dem 19. August starten. Dann wieder 16 Filme, die auf der großen Leinwand dann zu sehen sein werden. Und welche das sind, schauen wir doch direkt mal rein. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit einem wunderschönen Drama mit Naomi Watts, nämlich Beflügelt, ein Vogel namens Penguin Bloom. Es geht darum wie heißt sie? Verdammt, ich habe es gerade noch gelesen. Sam heißt sie, genau. Und sie verunglückt leider beim Thailand-Urlaub so sehr, dass sie halt jetzt querschnittsgelähmt ist. Und ist für sie und die Familie natürlich eine richtige Belastungsprobe und sie wird halt natürlich auch dadurch etwas depressiv. Dann finden sie allerdings einen verletzten Vogel, den sie dann quasi ein bisschen aufpäppeln und dadurch gewinnt Sam dann doch wieder ein bisschen mehr Lebensfreude quasi durch den Vogel quasi. Ich muss dir ehrlich sagen, wo ich das gelesen habe, hat mich das schon wieder, also ich bin jetzt schon wieder richtig im Meckermodus, aber ich finde, das verharmlost doch total Depressionen. Also ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber so wie sich das da liest, ist so dieses, ja, es muss dir quasi nur was Gutes passieren und dann sind Depressionen schon weg. Weißt du, das ist ja so eine Sicht, die aber auch, finde ich, oft vermittelt wird in Hollywood-Filmen. Aber das eigentlich Tückische an einer Depression ist ja, objektiv gesehen ist alles gut, aber du fühlst dich trotzdem hundeelend. Und deswegen finde ich das halt immer so schwierig, wenn diese Filme das dann so darstellen, wie es jetzt vermeintlich nach der Beschreibung dieser Film tut. Ist natürlich auch immer so die Frage, Depression ist natürlich auch immer so ein Wort, was immer relativ schnell irgendwie irgendwo reingeschmissen wird. Weißt du, du bist mal schlecht drauf oder hast eine Depression, obwohl das vielleicht einfach nur ein scheiß Tag war. Gut, in diesem Fall wird es wahrscheinlich schon eine Depression sein. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass ein Tier helfen kann, quasi dich da auf andere Gedanken zu bringen oder dir vielleicht andere, dich auf andere Ideen bringt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich denke nicht, dass das von ihr so, okay, jetzt ein Vogel da, auf einmal ist alles happy, sondern ich glaube, wenn, dann braucht das ordentlich Zeit. Also ich kann mir nicht vorstellen, also ich könnte mir vorstellen, also, dass das funktioniert. Es gibt ja auch in der Realität viele Therapien quasi, die mit Tieren zu tun haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Tiere, so eine Beziehung zum Tier wieder eine andere Sache ist, wie jetzt zum Menschen und dass die Tiere dann schon irgendwie weiterhelfen können. Ja, aber das sind ja dann auch richtige Therapietiere und nicht irgend so ein Kackvogel, der verletzt in deinem Wohnzimmer hockt. Also kann bestimmt ein gutes Drama sein. Das war jetzt nur so spontan halt das Erste, was mir eingefallen ist, als ich den Text gelesen habe. Ich mag Naomi Watts total gerne, um mal was Positives zu sagen. Grundsätzlich mag ich ja auch Dramen. Also das ist schon was, das würde ich mir, glaube ich, mal angucken, wenn es bei Prime oder so ist. Aber wie gesagt, dieses mit diesem, ja, du hast Depressionen, kein Problem. Wenn dir was Positives passiert, passt das schon wieder. Finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Die Verharmlosung quasi von Depressionen ist, ja, es ist aber immer noch sehr schwer mit Depressionen, dass du irgendwo anerkannt wirst. Meistens ist ja so, ja, Depression, ja. Ach, du bist einfach nur schlecht drauf, du hast einfach nur keinen Bock. Es wird sehr selten, also wenn man sich so auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und Leute kennt, die darunter leiden, es wird halt sehr oft einfach nicht wahrgenommen, dass es halt wirklich eine Krankheit ist, sondern einfach nur so, ah ja, du sitzt einfach nur den ganzen Tag daheim rum, was soll denn da noch großartig Böses sein, das ist doch alles easy. Die verstehen einfach nicht, was eine Depression ist. Und das ist leider noch, glaube ich, das größte Problem. Übrigens mal ein Tipp dazu. Wenn ihr mal Bock habt, wirklich ein geiles, authentisches Gespräch über Depressionen von Kurt Krömer, gibt es so eine Folge. Der macht doch jetzt dieses Che Krömer, heißt das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ist das Fernsehen? Da sitzen die quasi in einem Raum und unterhalten sich. Und es gibt eine Folge mit Kurt Krömer und Thorsten Sträter. Und so die ersten 5 Minuten sind halt ganz normal und dann fängt Kurt Krömer aber quasi an mit dem über, die haben beide Depressionen und sprechen dann darüber. Und das war das erste Mal so, dass ich das Gefühl hatte, okay, das kannst du dir halt als jemand, der keine Depressionen hat, jetzt mal vorstellen, wie das so ist. Also ist wirklich ganz interessant, kann man auf YouTube gucken. Okay, soll man mal einschalten. Ist ja auch gar nicht mal so uninteressant, das Thema. Sollte man sich vielleicht eher mal mit beschäftigen, damit man die Leute, die es haben, vielleicht auch eher versteht. Aber machen wir mal weiter. Mal sehen, ob wir da auch Depressionen von kriegen. Es ist eine Dokumentation. Und zwar Chatre, unter uns der Fluss. Es ist wohl so, dass ein Himalaya irgendein
ein Fluss im Winter zufriert und dann quasi so den Weg öffnet zu einer, zum anderen Dorf. Warte. Aus dem indischen Dorf Zangla, 100 Kilometer auf dem Eis passieren, um zum Dorf Le von Ladakh zu kommen. Ja, alles klar. Ja, also da ist so eine Eisstraße und die Kinder latschen da offensichtlich drüber, weil da die weiterführende Schule ist. Und die wollen jetzt hier ein Stipendium auf ein Internat haben und finde ich eigentlich interessant. Also ich finde schon mal interessant, dass es wirklich so Orte gibt, die einfach, also es klingt für mich jetzt so, dass die eine ganze Zeit lang abgeschnitten sind und im Winter kannst du halt irgendwie mal rüber. Ist interessant, aber ansonsten, ich bin ja auch bei Dokumentation immer so ein bisschen verhaltener. Und ich würde den jetzt nicht unbedingt brauchen. Ich muss leider sagen, sie schlagen dann ja auch schon wieder die Brücke zum Klimawandel. Mhm. Und ich leugne nicht den Klimawandel, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo es mir auf den Sack geht. Also, und ich kann nichts dagegen machen. Ich sage, ja klar, Klimawandel ist ein wichtiges Thema und die Menschheit muss sich darum kümmern und so. Aber es geht mir auf Eier, dass hier auch in jedem dritten Film ist das halt mit eingebaut. Es ist ein aktuelles Thema unserer Zeit, aber ich will einfach nicht alle 5 Meter da mit der Nase draufgestoßen werden. Es wäre so, als hättest du jeden dritten Film kommt eine Pandemie oder Corona drin vor. Das ist halt auch so ein Thema. Ja, es ist wichtig, sollten wir uns drum kümmern, aber du willst jetzt nicht auch noch im Film quasi darauf gestoßen werden. Obwohl es jetzt eine Dokumentation ist, ja. Ich merke schon, ich bin heute wieder sehr gut drauf, also, was die Filme angeht. Wichtiges Thema, aber muss man jetzt nicht unbedingt in jedem Film jetzt drin haben, obwohl es gar nicht so viele sind in dieser Woche, wo der Klimawandel drin ist. Aber es ist wieder eine Dokumentation. Aber da muss ich sagen, passt es ja auch wieder so ein bisschen, weil bei denen ist ja Klimawandel wirklich ein aufschlaggebender Grund. Also da ist ja wirklich so, der verändert ja wirklich alles bei denen. Nicht nur, dass die dann ein bisschen mehr Hochwasser oder sonst was haben, sondern weiß ich nicht, wie dann die Zukunft quasi des Dorfes ist, wenn das so weitergeht. Ich glaube, dann können die das Dorf auch auflösen. Wahrscheinlich. Schwieriges Thema. Machen wir lieber weiter. Also hätten wir, direkt das beste tolle Thema. Doch, das Böse gibt es nicht. Ein Drama aus Deutschland, Tschechische Republik und dem Iran geht 152 Minuten, beinhaltet aber allerdings 4 Geschichten über Menschen, die halt mit dem iranischen System der Todesstrafe zu tun haben. Ich habe keinen Trailer geguckt, ich wollte mir den einfach noch mal angucken, weil ich finde das eigentlich gar nicht mal so uninteressant. Du hast jetzt halt verschiedene Personen da drin, die aber irgendwie dann doch mit dem Tod oder beziehungsweise mit der Todesstrafe hier zu tun haben. Finde ich auch sehr interessant. Ist bestimmt wieder so ein Film, der im Iran selber verboten ist. Viele von diesen kritischen iranischen Filmemachern sind ja auch hier im Exil. Deswegen ist ja wahrscheinlich auch Produktionsland Deutschland dann dabei. Aber ich finde, die Todesstrafe ist generell ein interessantes Thema, weil ja immer die Frage ist, ob der Staat seine Bürger töten darf. Also das ist sowas, das hat mich schon immer fasziniert tatsächlich, weil ich natürlich der Meinung bin, der Staat muss besser sein als der einzelne Bürger und sollte seine Bürger dementsprechend nicht mit dem Tod bestrafen dürfen. Mhm. Spannend. In anderen Ländern ist es halt noch anders und das würde mich tatsächlich auch mehr interessieren als die anderen beiden Filme davor. Also es scheint ja eher so ein Film zu sein, wo du halt 4 einzelne, ob die sich überschneiden, weiß ich nicht, aber so 4 einzelne verschiedene Blickwinkel quasi auf das Geschehen. Ja, ist auf jeden Fall interessant. 152 Minuten, gut, aber ich finde es gut. Ich finde es gut, dass der so lang ist, weil hättest du jetzt so ein 100-Minuten-Ding und willst da 4 Geschichten, dann würden wahrscheinlich alle wieder irgendwie viel zu kurz kommen. Guck mal, das wird schon so sein. Einer von denen ist irgendwie Henker von Beruf, wahrscheinlich der Erste in diesem Beschreibungstext. Ich vermute mal, der Letzte in dem Text wird wahrscheinlich verhaftet und zum Tode verurteilt, würde ich jetzt mal so spontan schätzen. Und dann hast du noch so welche, die stehen dazwischen. Also ich finde, da kann man schon was draus machen. Also könnte durchaus sehr, sehr interessant sein. Ich sehe auf dem Post allerdings kein Prädikat besonders wertvoll. Könnte man bei solchen Themen könnte man sagen, okay, das ist vielleicht auch gar nicht mal so uninteressant. Da habe ich schon ganz andere Filme gesehen. Muss der Verleiher wahrscheinlich... Ja gut, kann sein. Da muss der Verleiher wahrscheinlich Bock haben, der Film- und Medienbewertungsstelle ein bisschen Geld rüber zu schieben.
Also wir hatten schon Filme gesehen, die hat das Prädikat gehabt, wo du gefragt hast, woher kommt denn das? Aber gut. Ja, interessanter Film. Machen wir weiter mit Escape Room 2. Oh ja, jetzt wieder. Es ist ein Wiederholungstäter, sage ich mal. Wir hatten ja im Juli schon mal Escape Room 2 drin gehabt. Dann wurde der allerdings verschoben auf den 19. August jetzt. Und jetzt startet er wirklich. Ich hatte mittlerweile das Vergnügen gehabt, Teil 1 zu schauen, den ich ja vorher nicht kannte. Und ich hatte auch das Vergnügen gehabt, Teil 2 zu schauen, also den jetzt, worüber wir dann auch gleich nochmal reden werden und nochmal eine eigene Folge Streamtime machen werden. Weiß ich gar nicht, ob wir da jetzt dann noch so viel drüber erzählen sollten, weil du hast ja beim letzten Mal schon geäußert, dass dich der überhaupt nicht interessiert. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Ich bin ein großer Freund der Saw-Reihe. Ich mag alle Saw-Filme und ich fand Escape Room 1 ist nur ein billiger Abklatsch und dementsprechend wenig interessiert mich Escape Room 2. Weiß ich nicht. Ich glaube, Escape Room 2 will doch was eher Eigenes sein. Ich glaube nicht, dass sie da in Hinterkopf hatten, okay, wir machen jetzt einen Saw. Weil dafür war der einfach zu unblutig, sage ich mal. Also Saw lebt ja dann quasi mit den letzteren Teilen genau, dafür, das ist mein Hauptproblem. Dadurch, dass die halt irgendwie diese ganz fiesen, blöden Maschinen hatten und du musstest da jetzt irgendwie versuchen, die Maschine da irgendwie rechtzeitig außer Kraft zu setzen. Das hast halt in Escape Room nicht, sondern das ist halt so eine Gruppe und die versuchen halt irgendwie da rauszukommen und müssen da halt Rätsel lösen. Okay, hast du Überschneidung mit Saw, mit den Rätsel lösen, aber ansonsten sehe ich da relativ wenig Parallelen eigentlich. Gut, kurz gefasst, Teil 2 ist schlechter als der erste Teil. Warum das so ist, erzählen wir dann im Screen. Ach du Scheiße. Ich fand ihn persönlich schlechter, weil er einfach den Fokus nicht so gut gesetzt hat wie den ersten. Ist ja wirklich so, beim ersten hast du halt mehr Fokus auch auf die Rätsel und die Räume gehabt. Hier ist es eher so ein, ja, wir gehen mal schnell durch. Aber reden wir gleich mehr drüber. Ich wollte jetzt schon wieder anfangen mit dem Ende von Teil 1, aber ich glaube, das sparen wir uns für machen später wir gleich, auf. Machen wir gleich und dann kommt das dann auch diese Woche jetzt noch hier online. Wahrscheinlich nicht direkt jetzt hier Montag, sondern Mittwoch, Donnerstag wird das dann online sein. Gunda, eine Dokumentation aus den USA, Norwegen, wo es um einen Bauernhof und seine Tiere geht. Ich habe mir gerade eben noch meinen Trailer angeguckt, weil ich ganz gerne wissen wollte, wie erzählt er das quasi. Es kann ja sein, dass er einfach nur zeigen, okay, Tiere fröhlich, alle leben da ganz nett. Oder aber dieses kritische, okay, so werden Tiere dort gehalten für Massentierzuchthaltung und sowas. Der Trailer sagt eigentlich, okay, wir zeigen einfach einen netten Bauernhof, wo die Tiere halt fröhlich sind und raus können und da ein bisschen rumspringen. Mehr hat der Trailer allerdings auch nicht gezeigt, aber weiß nicht, ist mal was anderes. Du hast doch gesagt, der ist produziert von Joaquin Phoenix. Mitproduzent, ja. Ja, Joaquin Phoenix ist ja, oder sieht sich selber ja auch als so Tierrechtler. Mhm. Der hat auch irgendwie mitgemacht bei so einem Dokumentarfilm, ich glaube, der heißt Earthlings, wo man quasi einfach nur 2 Stunden sieht, wie Tiere gekillt werden. Und es wird quasi auch eine Verbindung hergestellt zwischen dem Dritten Reich und dem, wie wir jetzt mit Tieren umgehen. Deswegen, wenn Joaquin Phoenix da mitrührt, würde es mich nicht wundern, wenn in der letzten halben Stunde dieser nette Bauernhof quasi zum Schauplatz eines Massakers wird. Oha, also der Trailer suggerierte mir eigentlich, okay, wir zeigen euch einfach, oh, da sind die Schweinchen, da ist ein Huhn, da ist irgendein anderes Tier, alle sind glücklich quasi mehr oder weniger, so sieht der Trailer aus. Es sind halt 93 Minuten. Ich weiß nicht, ob du 93 Minuten einfach nur ja, das nette Leben auf dem Bauernhof gezeigt wird. Ich weiß es nicht. Es würde mich nicht wundern, wenn der Trailer quasi will, dass Leute, die einen netten Bauernhof sehen wollen, da hinkommen und denen dann quasi aufs Brot schmiert, so, ja Leute, das ist aber nicht so, nett. So, 5 Minuten netter Bauernhof und dann zack, jetzt geht's hier. Jetzt zeigen wir euch mal die dunkle Seite. Der ist auch komplett in schwarz-weiß gedreht, also Auch das deckt sich, glaube ich, mit diesem anderen, den ich erwähnt habe. Okay. Ja, ich werde ihn allerdings nicht gucken. Ich werde es leider jetzt auf die Schnelle nicht. Also ich finde das jetzt schon wieder, vom Text her hätte es mich nicht interessiert, von dem, was Joaquin, also da ich weiß, Joaquin Phoenix hat da halt mitgewirkt in irgendeiner Form und wenn er nur die Kohle gegeben hat.
interessiert es mich doch schon wieder so ein bisschen. Also wenn der mir mal irgendwo über den Weg läuft, dann gucke ich ihn vielleicht. Aber wie wir schon festgestellt haben, Dokus im Kino ist jetzt nichts, was uns Ja, groß das anspricht. lockt uns nicht unbedingt in den Kinosessel, das stimmt. Dann hätten wir als nächstes König der Raben. Eine Dramakomödie um den jungen Mazedonier Darko, der quasi auf der Flucht ist. Und wo lebt der überhaupt? Der ist doch irgendwo in Deutschland. Illegal in Deutschland. Wo? Wird nicht gesagt. Ja. Versucht sich da halt ein bisschen unterzutauchen, dass er ja nicht auffällt. Und dann verliebt er sich Hals über Kopf in Alina. Und was dann passiert, ist unbekannt. Das Als Geschichte Geschichte. erleben wir dann in diesen 105 Minuten. Ich habe keinen Trailer dazu gesehen. Ich hätte es vielleicht mal machen sollen. Dann hätte ich ein bisschen eher einordnen können, was in Richtung das geht. Aber, boah. Klingt wie eine Love-Story mit so einem leichten Flüchtlingsanstrich. Ah, er wird sich in sie verlieben und sie wird erstmal distanziert sein und dann werden sie sich doch irgendwie kriegen und sie hilft ihm dann quasi irgendwie ein Aufenthaltsrecht hier zu bekommen. Irgendwie sowas. Oder sie geht Und mit dann haben sie ihm. gesellschaftliche Probleme, weil er diskriminiert wird. Und wir haben es schon alles tausendmal gesehen, 100 Und Pro. nachher ist der Film komplett anders. Wir suggerieren es gerade nur so. Ja, er kann. Hey, wenn ihr den Film guckt und ihr sagt, das ist Bullshit, was ihr da erzählt, schreibt es in die Ja, Kommentare. bitte, bitte, auf jeden Fall. Das würde mich auch interessieren. Es ist ja manchmal so, ey, du siehst einen Text und dann machst du dir direkt ein Bild, wie dieser Film sein wird. Manchmal ist es halt einfach Vorurteile, oder? Einfach so, euer, oh ja, das ist so 5000 Mal in anderen Filmen passiert, das wird wahrscheinlich jetzt auch in diesem Film so sein. Muss aber nicht. Kann auch sein, dass er auf einmal in eine komplett andere Richtung geht und mehr Drama als Komödie ist und vielleicht eher wichtigere Themen anspricht, als jetzt einfach nur oberflächlich, ja, oh, du hast jetzt ein Flüchtling quasi, der sich dort verliebt. Kann ja auch was anderes sein. Weiß man nicht. Aber gehen wir mal rüber von König der Raben zu Lügen haben kurze Beine. Eine französische Komödie. Und da muss ich immer sagen, wenn ich französische Komödie lese, ist meistens so mein. Weiß nicht, ich kann mit französischen Komödien nicht ganz so viel anfangen, obwohl die ja eigentlich ganz nett klingt. Und zwar geht es um Theo, der quasi sich beworben hat. Für einen Fußballverein, den FC Arsenal. Wird natürlich nichts daraus, weil er einfach zu klein dafür ist. Aber er lügt jetzt quasi sein Vater an, dass es vielleicht doch geklappt hat, weil der halt auch ist ein Alkoholiker und wahrscheinlich auch ziemlich mies drauf. Was heißt mies drauf? Halt ein bisschen down. Und er versucht ihn halt damit ein bisschen zu aufzuheitern. Aufzuheitern ist das falsche Wort. Ein bisschen zu helfen? Ach, keine Ahnung. Ja, also ich sag mal so, wenn du den Text liest, denkst du dir ganz wichtig, ganz witzig, dann liest du halt französische Komödie und denkst dir so, ja, nee. Also es ist wie immer, ich glaube, das haben wir hier auch schon 100 Mal erzählt, französische Filme sind in meinen Augen echt mit Vorsicht zu genießen und dementsprechend habe ich da halt auch keinen Bock drauf. Obwohl man ja sagen muss, es gibt auch natürlich ein paar gute französische Filme. Ziemlich beste Freunde, keine Frage, ist ein guter Film. Bei Willkommen bei den Stiefs hatte ich auch eigentlich ganz viel Spaß gehabt. Monsieur Claude war dann so, ja, okay, der zweite Teil, nee, lieber nicht. Es gibt auch ein paar unterhaltsame französische Filme, aber meistens ist es halt ein Humor, den ich nicht unbedingt verstehe oder mag. Deswegen sind französische Filme bei mir eher so, naja, vielleicht mit Vorsicht zu genießen. Ich finde halt, viele französische Filme sind auch wie so ein Home-Video, weißt du? Da wird dann einer gefilmt, wie er 10 Minuten am Lagerfeuer sitzt und nichts macht. Also, ich kann dem leider teilweise echt wenig abgewinnen. Na gut, der geht nur 107 Minuten. Wenn du jetzt 10 Minuten denen einfach nur den Ball zeigst, wird interessant. Ja. Ich glaube, wer französische Filme mag, der wird da auch ganz gut dabei sein. Ansonsten kann man mal reinschauen. Und dann wieder die Frage, wenn ihr den gesehen habt, hier unten reinschreiben und sagt uns einfach mal, taugt der was oder eher nicht. Dann haben wir Der Masseur. Deutsch-polnischer Film mit einem ziemlich langen Text. Der, oh, wie heißt der? Schon wieder Ja, alles vergessen. Senia heißt der gute Mann, der halt mittels Hypnose eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, also hypnotisieren kann er wohl auch, und der Ah, dann quasi in das. so ein Wohngebiet quasi, wo die besser Betuchten quasi wohnen, sich
als Masseur und sowas ausgibt. Und der wird ja dann genannt, okay, da teilen der Hände und kann tief in die Augen der Seelen, tief in die Seelen der Frauen schauen und sowas. Also der scheint sich eher dann mit den Leuten, du kannst ja mal sagen, okay, ja, wer Kohle hat, den geht alles gut, der ist alles super, aber die haben wahrscheinlich auch irgendwelche Probleme. Und er versucht natürlich diese innere Leere und Sehnsucht quasi ein bisschen zu füllen von denen. Weiß ich nicht, in was eine Richtung die eigentlich geht. Schwer zu sagen. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Könnte halt so ein Episodenfilm sein, wo man so die verschiedenen Probleme von diesen reichen Leuten da... Wobei ich mich auch frage, so, hey, was sind das für reiche Leute, die quasi in solchen Blöcken auf so einem Feld wohnen? Also das fand ich... Vorne und hinten irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Das ist jetzt eine Wohnanlage auf einem ehemaligen Kohlefeld. Also du weißt ja nicht, wie luxuriös jetzt die Wohnanlage ausgebaut ist. Kann ja auch sein, dass das alles so Luxuswohnungen sind. Aber ist ja wieder Drama-Komödie wieder. Ist jetzt natürlich die Frage, was für eine Richtung geht das? Verdammt, ey, man sollte sich da auch ab und zu mal einen Trailer angucken. Obwohl Trailer eigentlich böse sind, weil die meistens viel zu viel verraten. Da sieht man dann meistens schon Szenen, die halt Spannung suggerieren, also Spannung aufbauen sollen, die aber schon zu viel vom Film verraten, sodass du dann während des Films eigentlich schon viel zu viel weißt. Ja, puh, also ich würde mir mal angucken, aber nicht direkt. Also er klingt jetzt nicht uninteressant, aber es... Wie immer. Ja. Aber ich würde nicht direkt reinspringen. Ey, das Schlimme bei solchen Filmen finde ich halt immer, du liest dir da so durch und denkst so, ja, okay, klingt ganz interessant, dann sagen wir, ja, wenn der irgendwie mal bei Prime oder so ist, guckt man sich den mal an. Und seien wir mal ehrlich, in 2 Wochen haben wir vergessen, dass es den Film überhaupt gibt. So sieht's aus. Oh, meine Kamera ist gerade unscharf, jetzt ist sie wieder besser. Es ist so, in 2 Wochen, irgendwann zappst du dann quasi durch Prime oder Netflix oder durch Apple Plus, keine Ahnung was. Und dann siehst du diesen Film und denkst so, ey, da war doch was. Irgendwie kommt er mir bekannt vor, wie bei mir vor 2 Wochen Das letzte Land, wo ich mir auch dachte, so, ey, irgendwo hast du da doch schon mal gehört. Ja, und so wird das dann sein und dann kann man sich vielleicht nochmal daran erinnern, ah ja, stimmt, das war einer von den Filmen, wo ich mal gesagt habe, den könnte ich mir vielleicht mal angucken. Und dann hast du dann 2000 Filme von denen und dann musst du dich halt immer noch entscheiden, wen nimmst du dann als erstes. So, dann hätten wir Parfüm des Lebens. Ach, das ist eine französische Komödie, da fangen wir schon mal an. Und zwar geht es um Anna. Ach, das ist ganz toll. Und zwar geht es um Anna Wahlberg, die eine gefeierte wie nennt man das denn? Parfümeurin? Parfümherstellerin. Ich kann es nicht aussprechen, aber egal. Also, die hat ganz viel mit Parfüm zu tun, ist da auch richtig bekannt drin. Jetzt verliert sie ihr Geruchssinn, wodurch sie dann halt fallen gelassen wird und jetzt nur noch als Geruchsberaterin, wo ich mich frage, wenn du deinen Geruchssinn verlierst, kannst du denn noch als Geruchsberater arbeiten? Du riechst ja eigentlich nichts. Schwierig. Aus Erinnerung so, oh ja, ich weiß, der Duft, der war gut. Schwierig. Weiß nicht, aber egal. Ist ja eine Komödie. Vielleicht ist egal. Kann sie noch sowas machen wie Sandelholz passt gut zu, was weiß ich. Ja, okay. So, und sie hat jetzt die ganze Zeit einen Fahrer, der sie rumkutschiert, warum auch immer, obwohl sie jetzt reingelassen worden ist. Und der hat auch so seine eigenen Probleme zu kämpfen. Und jetzt kriegt er mit der Kündigung gedroht, bla 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 bla, als Anna einen Rückfall erleidet. Was für ein Rückfall denn? Auf einmal kann sie wieder... Ja, aber das ist ja kein Rückfall. Ich könnte mir höchstens das so zusammenbasteln, dass die halt ihr Geruchssinn verliert, über Jahre vielleicht wieder zurückgewinnt und jetzt quasi wieder... Das können... Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber es klingt alles derbe dumm. Das ist leider so, was klingt. Der Film interessiert mich doch auch null, ey. Das klingt so langweilig, weißt du? Alleine der Beruf des Parfümkreierers interessiert mich schon 0,0, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dann am Ende, so der letzte Satz, das klingt doch schon wieder nach der 0815 Love Story. Die mögen sich erst nicht und dann am Ende sind sie glücklich und sie stellt fest, oh, durch die Liebe von dem einfachen Mann kann ich auch leben, ohne dass ich was riechen kann. Aber da kriege ich echt einen Kotz rein. Wir haben wieder den halben Film erzählt. Oder wie wir denken, dass der Film ist. Manchmal würde es mich echt interessieren, dass wir vorher einfach über den Text einfach erzählen, was sagt dieser Film eigentlich? Wie wird dieser Film ablaufen? Und da müsste man eigentlich den Film gucken und müsste sehen, wo haben wir Schnittpunkte und wo nicht.
Das wäre echt eine witzige Das müssen Sache. wir immer gucken. Wir müssen irgendwas so einen Film raussuchen, den wir beide nicht kennen, einfach nur die Beschreibung uns angucken, dann vorher erzählen, was wir denken, wie dieser Film ablaufen wird und dann diesen Film gucken und dann nochmal sagen, okay, da hatten wir recht gehabt, da nicht. Das ist ja schon eine neue Formatidee. Wir haben ja noch nicht genug zu tun. Ja. Könnte man mal drüber nachdenken, wenn wieder ein bisschen Zeit ist. So, dann hätten wir, oh, Paw Patrol, The Movie, yeah. Bei Lockdown Nummer 4. Bitte kein Lockdown mehr. Das machen wir ohne Lockdown, bitte. Paw Ja. Patrol, Du, ja. ich hab. Wir sind natürlich nicht die Zielgruppe. Und ich habe zwar Neffen und Nichten, aber die sehe ich so selten, dass ich da irgendwie Berührung käme mit denen. Ich kenne die halt auch nur so aus Erzählungen her. Wenn irgendwie jetzt irgendeiner erzählt, ja, Paw Patrol ist gerade wieder, bla bla bla. Ich weiß nicht, was die Hunde da treiben. Das sind wahrscheinlich, du siehst da verschiedene Berufe, hier der eine ist Polizist, der andere ist Feuerwehr und was weiß ich. Und die retten natürlich die Stadt. Natürlich. So, und jetzt kommt da Ja. der. Aus der Abenteuerstadt. Ey, komm, die waren schon richtig kreativ gewesen bei der Namensgebung. Die Stadt heißt einfach Abenteuerstadt. Wahnsinn. Und zwar kommt jetzt der böse Bürgermeister Besserwisser. Wieder so ein geiler Name. Und droht die Metropole ins Chaos zu stürzen. Oh nein. Und zwar will er eine Maschine zur Wetterkontrolle in Betrieb nehmen, was total schief zu gehen droht. Oh mein Gott. Und jetzt kommen halt die vier. Sind das nur vier? Das sieht auf dem Plakat mehr aus. Keine Ahnung. Achso, Helfer aus vier Pfoten, so rum. Wir lesen ganz klar im Vorteil. So, also jetzt kommen die Hunde und dann kommt nochmal eine neue Hundefreundin dazu, Liberty, und die stoppen natürlich Besserwisser. Alles klar. Wie? Keine Ahnung. Es wäre auch, glaube ich, schnurzegal. Das ist nicht mein Film. Ich denke mal, wer Kinder in den Zielgruppe hat, der weiß schon ganz genau, was Paw Patrol ist und ob der Film was für die Person ist oder nicht. Ja, früher gab es Power Rangers, heute gibt es Paw Aber Patrol. Power Rangers war das schon eher für ein bisschen Erwachsenere, glaube ich, oder? Paw Patrol kannst du vergleichen mit, was hatten wir denn damals? In der Richtung gar nichts. Was hatten wir denn so hier? Bim Bambino hatten wir irgendwann mal, aber das ist ja eine ganze Sendung gewesen. Ach du So, Scheiße, ja, das. ich frage mich auch so, so pädagogisch wertvolle Abenteuergeschichten sind das ja wahrscheinlich irgendwie. Weißt du, diese Paw Patrol, das sind ja wahrscheinlich so die Netten und die helfen Ja. anderen. Und retten den Tag. Der eine sieht doch auch nach Feuerwehr aus und der andere nach Ja, Polizei, oder genau. Und nicht? dann irgendwie ein Bauarbeiter, was weiß ich. Also schon Ja. irgendwie wichtige Berufe quasi, die man dann vielleicht später erlernen wird. Ey, ich frage mich echt, was hatten wir damals? Wir hatten Fred Feuerstein gehabt. Okay, da hast du Mammutsteak gegessen. Okay, und hast dann Dino irgendwo gefüttert. Was hatten wir denn Ich pädagogisch frage mich halt, ob man Wertvolles? sich dann noch so gut an diese Zeit erinnern Ich kann. habe da nicht mehr so viel drin. Also mir fallen halt so Sachen ein wie DuckTales oder SpongeBob fällt mir auch Ah, ein. Spon. Aber da war man wahrscheinlich schon ein bisschen Ja. älter. Ja. Was hatten wir zu der Zeit? Ich weiß es nicht. Goofy und Max. Ja, gut, da war ich schon ein bisschen älter, aber das ist auch nicht so wirklich pädagogisch. Da kannst du auch die Simpsons nennen oder sowas. Das ist ja auch alles irgendwie. Die Ja. Gummibärenbande. Da war ich sehr, sehr klein, als ich das Ja. geguckt habe. Aber ich weiß nicht, ob das pädagogisch So, so wertvoll die war. ganzen Disney-Serien haben wir damals geguckt. Chip and Chap, Captain Baloo, was weiß ich. Darkwing Duck fand ich auch großartig, aber da ist nichts pädagogisch Wertvolles dabei, wenn Darkwing Duck durch die Stadt da zieht und den Buchsbaum da platt macht. Also, okay, also wir hatten damals kein pädagogisches Fernsehen, mittlerweile sieht es anders aus. Jetzt haben wir die Paw Patrol und jetzt gibt es einen tollen Film dazu, der ab Donnerstag startet und dann, ja, geht rein, wenn ihr Spaß dran haben wollt. Ich will es nicht. Ah, schön. Okay, der nächste Film. Promising Young Woman. Ein Film, da habe ich den Trailer gesehen und der Trailer suggeriert mir schon direkt so, Ich auch. hä, was will der eigentlich von mir? Was ist denn das für ein komischer Film? Und zwar geht es um Casey, die in Bars so tut, als wäre sie betrunken, um von irgendwelchen Typen, die das natürlich ausnutzen wollen, abgeschleppt wird. Und dann stellt sie sich quasi, ja, zur Rede ist falsch gesagt. Ich glaube, die vermöbelt die oder macht sonst Ey, die irgendwas. vermöbelt die doch, Zur oder Rede stellen ist doch viel zu nett. nicht? Nein, die vermöbelt die einfach. Einfach, hier steht ja auch schon direkt, warum sie es macht. Nämlich, weil ihre Freundin Nina dort einmal halt mal sexuell missbraucht worden ist. Und deswegen macht die jetzt eine Racheaktion und setzt sich in Bars und vermöbelt halt die Männer, die meinen, okay, da habe ich ein schnelles Opfer gefunden. Weiß nicht. Also der Trailer suggeriert mir schon eher so, okay, das wird ein dummer Film.
ein feministischer Rache-Thriller. In meinen Augen der Trailer aber unerträglich. Ich fand, das war so quietschebunt und nervig. Also das hat mir jetzt nichts gegeben. Nee. Also dann gucke ich doch lieber I Spit on Your Grave oder sowas. Den kenne ich nicht, aber okay. Ja, also ich brauche ihn jetzt nicht. Du hast Thriller, Drama, Komödie. Was ist denn das für eine Mischung? Ah, interessant. War aber, glaube ich, sogar auch, ich weiß nicht, ob die Hauptdarstellerin Oscar nominiert war. Also der war bei der Oscar-Verleihung auf jeden Fall, habe ich das erste Mal was von dem gehört. Allerdings habe ich mir unter dem Titel irgendwie was anderes vorgestellt. Ja, ich weiß nicht, also ich brauche ihn nicht. Machen wir direkt weiter, komm. So hätten wir Queen Bees. Während das Haus renoviert wird, muss die Seniorin Helen in ein Seniorenzentrum und natürlich ist sie da nicht direkt begeistert von, weil ganz ehrlich, wir wären begeistert von, okay, ich gehe jetzt ins Seniorenzentrum, da will keiner hin. Natürlich sagt sie die ganze Zeit, ja, das ist nur vorübergehend, während halt mein Haus renoviert wird. Er lernt dort dann aber die einen oder anderen Leute kennen, mit denen sie sich dann doch irgendwie gut versteht. Und der letzte Satz suggeriert mir schon wieder viel zu dämlich ist. Um neue entdeckt Helen, dass auch es niemals zu spät ist, um neue Freundschaften zu knüpfen oder eine neue Liebe zu finden. Oh mein Gott. Deswegen steht auch Romanze dabei. Ja, Rentner im zweiten Frühling. Ja, kann ja ganz nett sein, aber ich denke, der Film ist auch ein netter Film. Weißt du, das ist, glaube ich, so kein aufgeregter, sondern ja, einfach so ein netter Film, der einfach ein bisschen Spaß mit reinbringt. Und dann auch zeigt, dass du halt als Rentner trotzdem noch irgendwie Spaß im Leben haben kannst. Aber das klingt halt alles so 0815 dahingeklatscht. Das ist mein Problem. Ich glaube, ich habe nicht mal ein Problem damit, mit dem Inhalt des Films, aber das suggeriert dir doch schon direkt, dass es wieder so ein 0815-Film ist. Und das ist das Schade daran. Also das finde ich schade daran. Also ich glaube, ich würde halt eher dieses Best Exotic Marigold Hotel gucken. Das ist auch so einer, wo die... Ich glaube, da gehen die nach Indien so quasi als Rentner und haben dann da so eine Rentner-WG. Und da fand ich den Trailer sehr schön und sehr nett und sehr witzig und mit vielen bekannten Gesichtern. Und ich glaube, den würde ich eher gucken halt als den hier. Also ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, dass das ein schlechter Film ist oder dass es da keinen Spaß machen würde. Aber es klingt mir einfach zu aufgesetzt, zu 0815 irgendwie. Die Beschreibung hier ist absolut 0815, das ist schade. Vielleicht ist der Film auch viel besser. Weiß man nicht, müsste man erst gucken. Können wir mal auf unseren Stapel legen von kann man mal gucken, wenn er irgendwo gestreamt wird. Und dann gucken wir den irgendwann an und dann können wir immer noch drüber reden, ob der dann das ist, was wir erwartet haben oder nicht. So ist es. Dann hätten wir Shane. Eine Dokumentation um Shane McGowan. Ich weiß nicht, ob man den so richtig ausspricht. Von dem ich vorher noch nie was ich gehört habe. Ich auch nicht. Ich habe auch von der Band The Poaches oder sowas habe ich auch nie von gehört. Aber die nennen ein Lied in diesen Text, nämlich Fairy Tale of New York. Und es ist wirklich einer meiner Favorite Weihnachtslieder. Und da denke ich mir so, okay, du kennst den Typen nicht. Aber ich mag dieses Lied echt sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich habe das Lied noch nie gehört. Hast du es danach immer angehört? Also, hörst du dir mal an, ich bin mir sicher, du hast es schon mal gehört. Ich kann es mir mal nachhören. Ja, hörst du mal an, ich bin mir sicher, du kennst es. Okay. Weil es ist wirklich ein sehr bekanntes Lied. Es ist jetzt kein Last Christmas, bla 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 oder Dingsbums, der wirklich rauf und runter gespielt wird, aber doch schon sehr populär ist. So, aber darum geht es ja eigentlich so gar nicht in diesem Film, um diese Fairy Tale of New York, sondern eigentlich um den Künstler Shane McGowan, der halt in dieser Punkband, ist das eine Punkband? Ich glaube, ja. Ja, es ist halt ein Porträt von dem guten Mann. Ja, Punkbewegung, bla 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 bla. Irischen Volk, okay. Die haben also eher auf Volk gesetzt. Kann ich wenig zu sagen. Wie gesagt, ich höre den guten Mann zum ersten Mal, ich höre die Band zum ersten Mal. Ich habe ein Lied von denen, was ich sehr mag, aber ansonsten habe ich keinen Schnittpunkt mit denen, deswegen weiß ich nicht. Aber ich finde das Poster schon mal sehr interessant. Der sieht schon mal nach einem sehr netten Zeitgenossen aus. Der sich vielleicht auch nicht ganz so ernst nimmt, aber ansonsten kann ich über diesen Film halt absolut nichts sagen, über die Doku. Es ist ja, ganz ehrlich, mich interessiert es halt nicht. Ne? Solche Dokus leben ja halt davon, dass du irgendwie die Leute kennst und dir so denkst, so ja, hey, ich wollte gerne mal mehr über den Typen erfahren. Und ich denke mir so,
Ja, okay, warum sollte ich mir jetzt irgendwas angucken über einen, von dem ich vor 10 Minuten noch nicht wusste, dass er Ja. existiert? Also. Ja, das ist halt was für Fans quasi, um ein bisschen besseren Einblick zu So ist bekommen es. in sein Leben hier. Ich weiß nicht, hier in Besetzung steht Johnny Depp mit drin. Keine Ahnung, was Johnny Depp jetzt damit zu tun hat, ob der Erzähler ist oder was weiß ich, keine Ahnung. Vielleicht kennen die sich Kann sein, auch. ja. Weiß nicht. Guck, bei irgendeiner Bastian Schweinsteiger-Doku ist doch Til Schweiger auch dann auf einmal da und die quatschen irgendwie eine Weile. Til Schweiger. Also da möchte ich lieber Johnny Depp treffen als Til Schweiger. Aber da kann man ja auch verschiedene Meinungen sein. Komm Ja. weiter, bevor wir hier noch irgendwas Verfängliches Ja. sagen. Über Til Schweiger und seine großartigen Filme. Ja, lieber nicht. Also ist es was für die Fans, die gucken sich das an. Wer den nicht kennt, aber sich für ihn interessiert, guckt sich das auch an. Wer den nicht kennt und es nicht interessiert, der guckt es nicht. So wie wir. So, weiter geht's. Snake Eyes. G.I. Joe Origins. Okay, wir hatten ja vor x Jahren mal zwei G.I. Joe-Filme gehabt, die eher so, naja, semi gelaufen sind. Die waren jetzt nicht die großen Blockbuster, waren aber nicht komplett scheiße. Und jetzt versuchen sie es nochmal neu. Kam irgendwie aus dem Nichts quasi. Also, normalerweise hast du solche Filme 3 Jahre vorher angekündigt, da wusstest du schon vorher, oh, irgendwann jetzt 2024 kommt Guardians of the Galaxy 5 oder was weiß ich. Nie was von gehört von dem Ding. Und dann auf einmal so, ja, übrigens, jetzt hier in ein paar Wochen oder ein paar Monaten kommt Snake Eyes raus. Ist halt. Ja, vorrangig Action. Ich würde noch nicht mal sagen, hier G.I. Joe ist ja nicht mal ein Comic, sondern sind ja Actionfiguren quasi. Also, wir machen einen Film um Actionfiguren, die es irgendwann mal einen Handel gab. Und da hast du Snake Eyes drin, der halt den Thronfolger eines alten japanischen Clans das Leben gerettet hat und deswegen jetzt dort in den Clan aufgenommen wird, in den Arashikage. Und da wird er dann halt zum Killer irgendwie ausgebildet und er hat noch eine dunkle Vergangenheit und muss sich jetzt entscheiden, was für einen Weg er gehen will. Es klingt wieder 0815 nach einem Actionfilm. Ey, man muss auch alle sagen, die ganzen Actionfilme, Ja. die sind auch alle gleich aufgebaut, oder? Du hast dann diesen Typen, der kommt dann da rein und der hat natürlich irgendeine dunkle Vergangenheit, die jetzt alles zunichte machen können und jetzt muss er sich entscheiden. Komm, das ist so oft irgendwo drin. Warum denken die sich nicht mal irgendwas Neues aus? Ich finde aber auch gut. Ich muss auch sagen, ich hab damals G.I. Joe gesehen. Ich weiß nichts Ich auch mehr. nicht. Ich weiß, dass ich es damals schon nicht geil fand und da war ich noch nicht so anspruchsvoll. Okay. Und dementsprechend interessiert mich das halt echt Ja, aber gar ich nicht. interessiere ja größtenteils sowieso die ganzen Actionfilme jetzt, sei es als Comicverfilmung oder sowas, eher weniger. Du bist jetzt nicht der Typ, der sagt, oh, geil, da gibt es wieder Material Arch Ätzend, da gibt es wieder Krach, Bumm und Explosion, geil, da bin ich dabei. Ist ja bei dir eher weniger der Fall. Ich würde da mal einen Blick riskieren. Auch wenn ich es irgendwie komisch finde, dass Mach sein das. Lehrer Hardmaster heißt, hat sich das schon wieder ausgedacht. Ja, das ist halt großer Oh Quatsch. ja, du hast einen japanischen Lehrer, der heißt Hardmaster, als würde er sich so nennen. Lebt doch nicht. Aber gut. Gut, ist halt Actionfeuerwerk. Kann man sich einen Trailer, nee, meistens sehr doofen Trailer anzugucken, aber ihr könnt damit rechnen, dass da irgendwas explodiert und irgendjemand stirbt und irgendwie coole Fights drin sind. Und wenn ihr sowas mögt, dann, ja, dann bitteschön, geht rein. So, pfui. Superintelligence. Geht um Carol Peters, die plötzlich darauf aufmerksam wird, dass ihre ganze Technik irgendwie sie blöd von der Seite macht. Ich weiß nicht, was der Text mir damit sagen will, dass die Sachen blöd einen von der Seite machen. Anscheinend kommunizieren sie dann mit ihr und sie weiß nicht, warum das so ist. Bis sie dann feststellen muss, dass da eine KI dahinter steckt, eine Superintelligenz quasi. Und die will natürlich dann die Erde, wie auch anders sein mag, die Herrschaft quasi übernehmen über diese Erde. Und sie nimmt jetzt quasi Carol als Versuchsobjekt, warum auch immer, und nicht direkt schon groß anlegen, keine Ahnung. Und Carol muss natürlich sich jetzt dagegen stellen und die Menschheit retten und versuchen, diese Superintelligenz aufzuhalten. Klang im ersten Moment schon doof. Das klingt schon irgendwie dumm. Wo ich gelesen habe, okay, die ganzen Elektrogeräte oder sowas stellen sich gegen sie. Musste ich an ein Lied von Die Ärzte denken, und zwar die Dusche oder sowas. Wo dann auch Aber die da ganzen muss ich Sachen da hier korrigieren. sie angreifen. Das Lied ist vom Soloalbum von Ah, Farin stimmt, es ist nicht Die Ärzte, Urlaub. es ist Farin Urlaub. Ja, okay, gut, aber ein bisschen Bezug haben wir dadurch, also. Ja, das würde ich jetzt auch nicht bestreiten.
Bei dem Film ist es aber so, wie du schon sagst, man liest sich das durch, denkt so, ja, okay, ist ein bisschen bescheuert irgendwie. Dann dachte ich aber eigentlich, ja, so die Grundidee finde ich ganz witzig. Und dann habe ich halt gelesen, Melissa McCarthy, und damit hat sich der Film für mich leider disqualifiziert. Ja. Ist halt die Frage. Melissa McCarthy ist für mich ein Grund, nicht einzuschalten. Ja, es ist für mich auch irgendwie verbrannte Erde. Wenn ich die gute Frau lese, weiß ich schon direkt so, ah nee, habe ich keinen Bock drauf. Das war so ähnlich, obwohl man ja vielleicht auch positiv überrascht werden kann. Ich weiß nicht, ob sie jetzt lebenslänglich auf ihre dumme Rolle als die Dicke irgendwie behalten möchte oder ob sie dann auch mal sagt, okay, ich möchte vielleicht mal was anderes spielen. Ich weiß, ich hatte auch einmal Vorurteile gehabt bei den Film Pixels, wo ich auch echt Bock drauf hatte, diesen Film zu gucken. Und dann habe ich gesehen, Adam Sandler spielt mit und da war direkt für mich das Ding gegessen. Weil ich Adam Sandler Humor eigentlich überhaupt nicht ausstehen kann. Und jetzt habe ich den halt irgendwie nochmal gesehen und ich fand ihn dann gar nicht mal so schlecht. Ja, aber was ist das denn? Hallo, du kannst 100 Millionen Sachen gucken auf der Welt. Die Auswahl ist breit und dann sagst du, ja, der Film ist gar nicht so schlecht. Das ist doch eigentlich ein Armutszeugnis, dass man sich das anguckt. Naja, sagen wir so, ich hatte mit Pixels trotzdem noch Spaß. Also ich würde ihn jetzt nicht direkt kaufen oder sowas, aber ich würde mir auf jeden Fall nochmal angucken. Also ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich den dann gegeben habe, aber so 7 Punkte wird er von mir bekommen haben. So schlecht war jetzt falsch formuliert, sondern es war halt besser als erwartet. Ja, also ich habe mir wirklich so eine dumme Adam Sandler-Komödie erwartet und dann war der eigentlich sehr unterhaltsam, auch wenn er damit spielte. Aber ich finde halt, Melissa McCarthy ist so wie Nicolas Cage. Du siehst es und das weißt, kann nichts werden. Ist scheiße. Ja. Obwohl Nicolas Cage damals auch gute Filme hatte. Mittlerweile ist es halt so eine trashy Filme geworden. Ja, aber wenn, ich meine, wenn jetzt was Neues rauskommt. Ja. Wenn er irgendwelche Puppen irgendwo so einen verlassenen Freizeitpark tötet oder was weiß ich. Ja, also vorher hätte ich vielleicht eine Chance gegeben. Melissa hat es jetzt irgendwie verkackt. Ja. Kann man ja mal auf den Stapel legen, aber ganz weit unten. Nee, bei mir nicht. So. Kommen wir auch zum letzten Film. Und zwar Unter den Sternen von Paris. Darum geht es um Christine, die quasi als Obdachlose die ganze Zeit schon unter der Brücke wohnt, also eher weniger gut gestellt ist, was eigentlich irgendwie Sinn macht. Und dort trifft sie dann den 8-jährigen eritreischen Jungen, der heißt Sudi, der halt kein Wort Französisch kann und seine Mutter sucht. Und Christine hilft ihm jetzt quasi, sich durch Paris da zu schlagen und die Mutter zu finden. Klingt eigentlich nach einer netten Story. Klingt aber auch, als wäre der Film ein bisschen spät dran oder zu früh, je nachdem, wie man sieht. Der soll ja wahrscheinlich letztes Weihnachten rauskommen, oder? Weiß ich nicht. Meinst du, das klingt so nach so einem typischen Weihnachtsfilm? Wo es dann alles so, ja, jetzt nicht Weihnachten, aber ist ja schon ein Winterfilm, oder nicht? Könnte ich mir auch schon vorstellen, ja. Es ist eher so die Art von Story, die man sich halt ganz gerne in der kalten Zeit irgendwie gibt. Na, diese nette, okay, ja, jetzt ist diese Obdachlose und sie hilft den armen Jungen und am Ende wird natürlich alles gut. Ja, ob man das auch im Sommer gucken kann, warum nicht? Für mich war das jetzt so, ich habe das Plakat gesehen und habe mir das durchgelesen und habe gedacht, der sollte doch bestimmt rauskommen vor dem Lockdown. Also irgendwann im November oder so. Mhm. Das war so mein erster Gedanke zu dem Film. Ja, möglich. Ich würde mir trotzdem angucken, egal wann er jetzt quasi startet. Das klingt dann nach einem netten Film, der jetzt nicht unbedingt mega viel Action drin hat, nicht mega viel Anspruch hat, sondern einfach so ein netter, ich sag mal, Feel-Good-Movie ist, wo du einfach schon vornherein eigentlich schon weißt, wie er enden wird, aber du einfach nur sehen willst, okay, wie entwickelt sich das? Okay, das Ding ist jetzt aus Frankreich, ob das jetzt ein Prädikat ist. Aber es scheint jetzt nicht diese wir sind super lustig Komödie zu sein. Es scheint ja nicht der Fall zu sein. Weil die kann ich im Französischen halt nicht so leiden, wenn die auf ja, wir sind jetzt ganz, ganz witzig machen. Das ist nicht so meins. Aber das scheint ja eher dann doch ein bisschen geerdeter zu sein. Und das würde mich doch schon interessieren. Dann wären wir durch. Nils, welcher Film von denen würde dir jetzt am ehesten zusagen? Wenn jetzt alle 16 Stück nochmal so kurz von dem, die du noch erinnerst. Ich meine, was hatten wir denn? Wir hatten jetzt Unter den Sternen, der würde mir eigentlich ganz gut zusagen. Jetzt den Vogel am Anfang, wie hieß der?
weiß ich nicht, ein Ping, die Frau hieß Pen, mehr konnte ich mir nicht merken. So schlecht zu wissen. Und der Vogel heißt Pinguin. Ja, Penguin Bloom hieß der, war der Untertitel. Ein Vogel namens Penguin Bloom war der Untertitel. Wie hieß der? Der hieß Beflügelt. Ich hätte das fast Geflügel gesagt, aber das war falsch. Das ist aber auch ein bescheuerter Titel wieder. Na gut, zweideutig halt. Beflügelt, Vogel beflügelt halt auch Verbesserung. Ja, aber das ist trotzdem beknackt. Warte, ich will mal gucken, wie heißt denn der auf Englisch? Wahrscheinlich nicht beflügelt. Nicht irgendwie so übersetzt. Ist wieder so ein Ding, deutsche Titel, dumm. Auch hier der... Ich werde das jetzt nachgucken. Ich glaube auch der Lügen haben kurze Beine, der französische Film, der heißt... Der hat im Französischen ein Wort da stehen. Ich kann es nicht übersetzen, weil ich kann kein Französisch, aber wir machen da halt so einen riesen, ewig langen Text draus. Der Originaltitel ist Penguin Blue. Ja, passt ja auch. Hätte man jetzt auch übernehmen können. Wir nehmen Beflügelt, weil das klingt schöner. Weil Penguin Blue kannst du nicht so unter vorstellen. Und der Beflügelt weißt du direkt, was los ist. Nee, also... Also ich glaube, wenn von allem, was bei mir so kleben geblieben ist, interessiert mich am ehesten die iranische Todesstrafe. Ja, der ist auch interessant. Ich wäre jetzt hier unter den Sternen von Paris. Ich würde mir aber auch Snake Eyes angucken, weil ich halt auch diese Action-Dinger schon mag. Das iranische Dings, ja. Das Böse gibt es nicht. Doch, das Böse gibt es nicht, heißt das Ding. Oh Gott. Der Rest ist halt eher so, New York kann man sich mal gucken, aber brauche ich nicht unbedingt. Ich glaube, am wenigsten angucken würde ich mir wahrscheinlich Paw Patrol, weil ich einfach dafür zu alt bin. Was soll ich das? Das bringt mir nichts. Der Rest ist halt so, ja, die Dokumentation brauche ich jetzt auch nicht unbedingt und Melissa brauche ich auch nicht, aber der Rest ist alles so auf so ein Ebene, wo du sagst, okay, ja, wenn es irgendwo mal läuft und du hast gerade nichts anderes zu gucken, was wahrscheinlich nie vorkommen wird, dann kannst du das mal gucken. Nun gut, also wir haben wieder eine gute Auswahl für jeden, was dabei. Wer französische Filme mag, ist diese Woche ganz gut dabei. Wer Komödie mit Drama mag, ist ganz gut dabei, weil da haben wir ganz viele drin. Wer ein bisschen tiefgründiger gehen will, guckt sich wahrscheinlich Das Böse gibt es nicht. Das Böse gibt es nicht an. Wer Dokumentationen sehen will, kann sich Shatra angucken, Gunda oder halt Shane. Und ansonsten haben wir noch den Masseur. Parfüm des Lebens ist, glaube ich, das Ding, was man auch nicht unbedingt braucht, aber vielleicht... verzettel ich mich da auch ein bisschen. Also wir haben wieder für jeden irgendwas dabei. Oder Promising Young Woman. Ich glaube, die brauche ich noch weniger als Parfüm des Lebens. Ja, den würde mich schon wieder interessieren, weil wenn der bei den Oscars dabei ist, ja, kann auch was Gutes Frage, bedeuten. Was, wenn er jetzt einen Oscar gewonnen hat für die beste Musik, heißt das noch lange nicht, dass es ein guter Film ist. Ja, aber ich glaube, es war die Hauptdarstellerin dabei. Also wir haben für jeden wieder was. Für jeden Geschmack was anzubieten und dann könnt ihr mal unten reinschreiben, was davon euch interessieren würde, was für euch überhaupt nicht interessant wäre und wenn ihr euch was angeguckt habt, wie er euch gefallen hat. Das wäre sehr interessant zu wissen. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, geht ins Kino, habt Spaß und dann sehen wir uns nächste Woche mit der nächsten Kinovorschau wieder. Bis dann, haut rein. Und guckt euch unser Video über Escape Room 2 an. Genau. Escape Room 2, wie gesagt, kommt jetzt hier Mittwoch, Donnerstag, werde ich es fertigstellen und da könnt ihr dann, also wenn euch der Film interessiert, dann könnt ihr da nochmal reinschauen, obwohl ich glaube, da muss ich spoilern, wie blöd. Also man sollte sich den vielleicht dann angucken, wenn man Escape Room 1 gesehen hat, weil ansonsten macht Escape Room 2 eh keinen Sinn. Dann guckt euch das Video an und dann könnt ihr da drunter natürlich auch schreiben, ob ihr meiner Meinung seid oder nicht. Jetzt aber Schluss, Cut. Schöne Woche euch, bis dann. Ciao, ciao.